Servus und willkommen, liebe Pokémon-Freunde. Wir sind in der Arena von... Ich hab's vergessen. Septerna. Hallo. Ja, da ist er auch wieder dabei. Eclair. Ja. Ja, normale Pokémon. Ja, zwei und Stück. Und Praktibike wird das schon richten. Ansonsten haben wir noch Navitau, zur Not Elitzeber, danach Rotti, Rotto, Murf und unseren Russen. Und zur Not haben wir immer noch Krilli, dem wir keine Beachtung mehr schenken, leider. Oh. Aber... Feuersteinentwicklung war doch richtig, oder? Ja, war richtig. Wird nicht beachtet. So. Auch so, wenn ich hoffe mal, wir schaffen das jetzt. Oh ja, wir schaffen das. Es wird schwierig. Eine schwarze. Und? Sieht aus wie eine Hausfrau. Da, also ich dingse das jetzt nicht mehr weiter. Ja, das könnte böse werden. Also lass ich's. Ja. Mit Ruhe von, ja, ausgezeichnet, wenn das mal nicht los, gut losgeht. Egal. Fußkick? Genau. Nee, Bodycheck. Das tut weh. Das ist das Problem, dass sie so starke Attacken hat. Ja, die Frage ist... Doch. Wir werden es sich selber schwächen lassen. Genau. Heimzahlung, okay, das ist nicht so schlimm. Na geht aber. Ich hab jetzt mit Bodycheck gerechnet. Ach komm, ist egal. Wir gehen... Nein, tun wir nicht. Wir schmeißen noch einen Supertrank. Okay. So, weil... Praktibike will ich eigentlich nicht im ersten Kampf verlieren. Naja, das zweite Pokémon wird heftig. Ja. Hätten wir wirklich mit einem anderen Pokémon starten sollen? Weiß nicht. Vor allem, weil Heimzahlung stärker wird, wenn Pokémon im Team sind, die schon besiegt sind. Und sobald Terry Bark jetzt kaputt geht, wird die Heimzahlung natürlich auch stärker. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich will das Pokémon wirklich nicht verlieren, aber die wird bestimmt einen Trank einsetzen. Egal, wir haben gespeichert. Ah, verdammt. Ja, gut. Aber eigentlich müsste das Pokémon ja stark geschwächt sein. Gut. Das heißt, Navitaub und ich hoffe einfach, dass sie keinen Trank einsetzt. Ja. Denn ansonsten sieht's doof aus. Na! Verdammt! Ja. Aber das dürfte nur einmal Supertrank einsetzen. Ja. Aber Navitaub ist Gott sei Dank, wie wir sehen, stark genug. Ja, aber Bodycheck zieht trotzdem eine Menge ab. Das ist echt... Aber dafür ist Terry Bug jetzt weg. Ja, und Praktibike leider auch. Das ist das Problem an der Sache. Opfer müssen gebracht werden. Guck mal da. Das ist die Weiterentwicklung von Nagelots. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, das sieht nur verplant aus. Ja. Das Vieh kann ganz schön fies sein. Okay, wir bleiben mit Ruckzuckieb dabei. Ah, da ist die besagte Heimzahlung. Oh, das ist echt eine bösartige Attacke. Ich denke mal, die Attacke werden wir erlernen, oder? Ja, richtig. Also die TM halt nicht erlernen, sondern TM. Aber er spielt's blind. Er kann nur gut raten. Ja, das... Oh! Ich glaube... Scheiße. Wir werden mal eben ein Reset durchführen. Weil... Ja, das kann ja so nicht angehen. Das ja. Kann ich nicht offen sitzen lassen. Die Frage ist, ob wir jetzt leveln. Nein! Ja! Wir werden jetzt einfach mal ganz anders starten, Leute. Okay. Ja, wir hätten vielleicht doch ein bisschen mehr leveln sollen. Wir werden mit Navitaub starten. Okay. Oder Zwotronin? Nee, lass ruhig, das ist eh Glückssache. Ja, ausgezeichnet. Ja, dann wollen wir mal nochmal. Also wie gesagt, Aloe, Schwarz, Hausfrau und so weiter. Ja. Da, Haustier. So, Navitaub wird das...
der Bedroher. Ja, das war vielleicht gerade der einzige Vorteil. Kann sein, dass die Attacke jetzt auch zu schwach geworden ist. Ruckzuckip. Ich hoffe. Ja. Ja, natürlich. Ja, wir können unsere Verteidigung wenigstens nicht senken. Ja, das ist auch schon mal was. Jawohl, sauber. Das Glück hat uns gepackt. Ja, jetzt bräuchten wir... Ja, komm, zieh ab. So. Na! Das war so klar. So, aber wir können gut schwächen jetzt. Hin. Ja, weil gegen Body Shack haben wir sowieso keine Chance. Ja. Weil... Ja, sauer! Wow. Wir haben Glück. Sollen wir jetzt einen Trank? Weil wenn du, hattest ja gerade gesagt, die wird höchstwahrscheinlich nur einen Supertrank einsetzen. Ja. Richtig. Okay, dann werden wir da drauf mal verlassen. Pro Pokémon nur einen Supertrank höchstens. Oder überhaupt Trank. Okay, so. Ja, dann werden wir jetzt mal gucken. Mach doch nicht Heimzahlung, du blöder Kleffer, ey. Ja, auf jeden Fall. Egal. Wir werden bei Supertrank nochmal bleiben. Gut, dass wir eingekauft haben. Ja. Sie soll einfach. Oh, wieder Volltreffer. Nee, sauber. Okay, es geht weiter im Kampf. Ruckzuckip. Yes, jawohl. Wow, super. Starke Leistung, Navito. Ich bin stolz auf dich. Wollen wir einfach weitermachen mit Navito und gucken? Ich denke auch. Ich habe sonst überlegt, halt versucht mit Elixier Donnerwelle durchzubringen. Ja, gut. Weil... verdammte Hacke. Na okay, jetzt ist auch egal. Wir wollten doch eh mit Navitop weiter. Ja, genau. Habt ihr nur nicht gehört. Oh, das ist so schwach, ey. Das ist durch die Fähigkeit von dem Kleffer war das echt ein bisschen doof. Okay, jetzt aber Donnerwelle. Ja. Hoffentlich, bitte, bitte. Da wir unterlevelt sind. Jawohl. Da wir unterlevelt sind, kann uns das echt den Arsch retten. Ja, vor allem, weil wir jetzt immer Erstschlag haben. Schon mal gut. Dann brauchen wir Schockwelle. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen, Leute. So, und da sind wir auch schon wieder, Leute. Wir hatten kurze technische Probleme gehabt. So kann man es auch nennen. Ja. Schockwelle oder Ruckzuckip, was hast du? Schockwelle. Okay, weil Ruckzuckip brauchen wir eigentlich nicht mehr. Weil wir haben ja sowieso den Erstschlag. Richtig, Schockwelle ist stärker. Ja, komm, mach deine Heimzahlung. Jawohl, wir können nochmal Schockwelle. Ja, wir hauen einfach drauf. Und wenn wir Glück haben, ist dadurch Paralysierung doch mal der Zufall, hoffentlich irgendwann demnächst. Das, ja, wohl, was wollte ich sagen? Dass der Gegner nicht angreifen kann, genau. Das Wort hat gerade voll ernst. Ja, ich bin konzentriert in Arena-Kämpfen, so leid es mir tut. Yes! Wow, Applaus. Was eine Leistung, ey, das war doch mal strategisch alles sauber durchdacht. Bis auf der Tod von Navitau, das war ein bisschen doof. Oh, wow. Ich bin echt stolz auf uns. Ja, ich hab das jetzt war gut. Echt mit mehr gedacht. Gerechnet. Was bringt Weckruf? Ich glaube, das zieht auch was ab, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht genau, wie viel. Kannst du einfach mal gucken. Ich wollte gerade sagen, das hat so doofe Attacken, Da kann man auch ruhig hier was erlernen. Weckruf! Ja! Wir haben es geschafft. 2400 Poké-Dollar. Da sind die Supertränke wieder drin. Ja. Gott sei Dank. Und gleich kommt wieder die geile Ohrens-Animation. Ja. Yeah. Erinnert mich irgendwie so an Zelda-Spiele. Ich habe nie Zelda gespielt, das kann ich dir nicht sagen. Boah, da hast du echt was verpasst. Nein, ehrlich, Zelda ist cool. Ja, kann sein. Ja. Vielleicht ein nächstes Projekt? Man weiß es nicht. Ja, ich auf Blind-LPs. Wo man sich verlaufen kann. Das ist bestimmt toll. Da ist nämlich du. Aber ich kenne die Spiele auch nicht, also spielen wir beide. Okay. Ja, das war wirklich. Mit den Dragoran-Kopf stehlen. Schande über euer Haupt.
So, auf den Draugoschädel. Ja. So. Ja, hinterher. Ja, rennen wir einfach mal. Genau. Mit einem halbtoten Team. Egal. Und da sind sie auch schon. Muss man irgendwas lesen hier, Nöde? Nein, die klauen jetzt den Schädel, weil sie glauben, dass sie damit das legendäre Pokémon irgendwie wieder erwecken könnten. Okay. Rauchwolke! Ja, Plasma! Wusch! Und! Er ist weg! Ja. Nein! Ja, das ist irgendwie Pech. Was zum Kuckuck? Man kann auch sagen, was zum Geier, aber. Lassen wir das. Tja. Ja, und natürlich müssen wir jetzt hinter Team Plasma her, wer sonst? Ja, das ist ja irgendwie immer unsere Angelegenheit. Ja! Und ich denke mal, wir müssen nach links weiter. Ja, richtig. Ja, ich das nur wissen konnte. Das ist Arti. Kenne ich nicht. Wirst du noch. Okay. Das ist der Arenaleiter der nächsten Stadt. Ah, was sieht irgendwie nach Pflanzen aus, ne? Aber hatten wir ja eigentlich schon. Ja, so ähnlich, Käfer. Ah, okay. Da sieht mir auch irgendwie aus wie so ein Öko-Fuzzi. Ja, richtig. Und spielst du das wirklich blind? Ja! Ernsthaft! Ich verspreche ich, Leute, ich schwöre auf alles. Das letzte Pokémon war Pokémon Rubin von mir. Ja, oder Smaragd, ja, aber ist ja beides dieselbe Generation. Kein Platin gespielt. Das ist schwach. Ja, Entschuldigung. Können wir ja nachholen. Ja. Was haben wir jetzt? Das sieht aus wie so ein Digi-Weiß. Nein. Die Itemradar, okay. Ja. Kannst du die Items finden, die du mit bloßem Auge sonst übersehen würdest. Okay. Ja. Ja. Wir finden bestimmt raus, wie das funktioniert. Scheren wir zum Arenaleiter? Oder ins Museum? Nein, der bewacht da alles. Ach so. Ja, lesen vor the Wind. okay. Also ich fand unser Team jetzt echt klasse. Das hat's voll gebracht, finde ich. Ja, stimmt. Ich bin beeindruckt. Ja. Muss ich leider sagen. Toll. Du hast doch mitgeholfen, das Team zu formen. Oh, aber Praktibalk mag ich nicht. Ja, aber das hat echt... Hat's mal was gebracht, wenn ich mich durchsetze. Anscheinend. Ja, jetzt, aber später nicht. Okay. Ich wäre dafür, wir fangen an 27. Also, ja, Rotomove muss hinterherkommen. Genau. Ich würde sagen, Grillmeck ist cool. Hört sich an wie so ein Burger. Neue Grillmeck. Na, wir machen jetzt keine Werbung. Wir okay, müssen aber auch gleich sofort schon speichern. Denn dann. Sonst haben wir Überlänge. Und das wollen wir nicht. Nein. Wir gehen jetzt hier noch rein. Genau. Dramatische Musik, oder? Ja. Ein Weg für der andere schlingelt sich quer durchs Dickicht. Das ist sehr schön, er geht jetzt geradeaus und wir müssen durchs Dickicht. Ha! Du blödes. Ja. Ja, du blöder Kerl. So. aber wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut, ansonsten haben wir leider Überlänge und ich will immer ungern in zwei Teile spalten, die Videos. Kenn ich. Von deswegen ist cool. Von daher sage ich mal bis zum nächsten Mal. Mach bloß Schluss jetzt. Tschüss. Tschüss.